in der höchsten Klasse. 49 Tore, Abschied für eine Spielerpersönlichkeit, für Ewald Lienen, der natürlich nicht als Absteiger abtreten möchte. 31.000 Zuschauer in der ausverkauften Wedau zu Duisburg. Der BVB in Bestbesetzung auf Meisterkurs. Aber zunächst die Gastgeber mit der letzten Chance, durch einen Sieg vielleicht doch noch dem Abstieg zu entgehen. Frank gegen Bremser. Bremser führt aus auf Tönnies und Stefan Kloß steht goldrichtig im kurzen Eck. Noch einmal. Bremser und dann der Schuss von Tönnies. Struckmann grätscht ins Leder. Dann die Dortmunder. Paulsen. Hier im Kampf mit Neihus. Tarnat. Dann Lusch. Zorc. Und die Chance für Chapu Isar, 10. Minute, 1:0 für Borussia Dortmund. Noch einmal diese schöne Flanke von Michael Lusch. Kopfball Pustamčis direkt zu Zorc. Und der legt vor auf Chapu Isar, 20. Saisontreffer des Schweizers für Borussia Dortmund. Keine Chance für Heribert Macherei. Natürlich die Borussen-Fans aus dem Häuschen. Und sie bleiben dran, die Borussen. Wieder Lusch. Rummenigge. Dann kommt Reinhardt jetzt ins Bild. Knut Reinhardt und Kopfball Helmer. Herrlich, wie er da fliegt. Heribert Macherei, einer der Oldies. Noch einmal dieser Kopfball von Thomas Helmer. Wohin führt sein Weg? Das ist die Frage. Und die tolle Parade von Heribert Macherei. Dann plötzlich die Chance für Michael Tönnies. Unfreiwillig vorgelegt von Helmer und sorgenvolle Miene von Ottmar Hitzfeld. Struckmann gegen Michael Schulz. Die beiden lieferten sich manchen spannenden Zweikampf, aber im Übrigen eine ausgesprochen faire Partie. Bremser beim Einwurf. Nordhoff. Und da ist er, der Struckmann. Aber er trifft nicht richtig und Stefan Kloß braucht da nicht einzugreifen. 28 Minuten waren gespielt. Noch einmal in der Zeitlupe. Schön hebt er ab, der Michael Struckmann. Aber er trifft das Leder nicht richtig. Dann Dortmund mit Helmer. Kein Foul an Chapu Isar, entscheidet Schiedsrichter Dr. Markus Merck. Schulz auf Knut Reinhardt, der sich oft durchsetzte im Zweikampf mit seinem Gegenspieler Pustamčis. Und dann Helmer. Noch einmal Helmer, kann überhaupt nicht gebremst werden und Glück für Macherei. Da wäre wohl nicht mehr dran gekommen und so denkt auch Uwe Reinders. Die Dortmunder, Paulsen, der viel rackerte, kämpfte, scheitert hier an Macherei. Na, da sollte er lieber hinschauen, denn dann kommt wieder Paulsen. Herrlicher Schuss aus der Drehung, 2 Minuten vor der Pause. Und wieder Macherei Sieger im Zweikampf. Noch einmal schön zu sehen, diese Aktion von Paulsen. 1:0 also hier in Duisburg und wir wechseln rüber nach Leverkusen und rufen Wilfried Luckenberg. Gehört Dortmund auf dem Weg zur Meisterschaft? Das fragten sich viele. Aber was denn Dortmund an die Meisterschaft? Das ist dem MSV der Klassenerhalt. Der eingewechselte Schmidt auf Tönnies und der verpasst knapp. Und da kann Uwe Rein das Unglück schon fast nicht mehr fassen. Rummenigge, heute nicht so effektiv wie sonst. Dafür Paulsen, immer wieder anspielbereit, quirlig, lebendig. Hier gleich gegen zwei Duisburger, Bremser und Neihus. Dann der Rückpass, Azusi dazwischen. Tarnat, Bremser und Stefan Kloß. Heute wieder mal ein sicherer Rückhalt der Dortmunder Mannschaft. Paulsen, Rummenigge. Er versuchte es auch mal aus der zweiten Reihe. Kein Schussglück für den Dortmund. Dann Thomas Frank. Selten sahen wir ihn heute so offensiv wie in dieser Szene. Knut Reinhardt. Herrlicher Rückpass. Aber dann ein laues Schüsschen von Thomas Frank. Noch einmal diese Aktion. Viel Überblick bei Knut Reinhardt.
Und dann dieses flaue Schüsschen von Frank. Wechsel bei den Duisburgern. Der verletzte Struckmann muss raus. Für ihn kam Alexander Bonchev. Und Dortmund. Und hier wird Rummenigge gebremst. Von wem? Na, von Bremser. Schauen Sie. Und er holt die Handbremse raus. Keine gelbe Karte für Bremser. Aber Freistoß für Borussia Dortmund. Knut Reinhardt von der linken Seite. Schapuisa und Schulz. Und dann die Rettungsstart von Andreas Gielchen. Die Stimmung stimmte bei den Dortmunder Fans. Dann Zorc. Schapuisa. Natürlich kein Elfmeter. Völlig richtig entschieden von Dr. Markus Merck. Klar zu sehen die Aktion von Gielchen. Und Schapuisa fällt hier mehr aus Schwäche. Dann Schulz, der hier vertändelt. Tönnies. Und Alexander Bonchev. Aber knapp vorbei, ist halt auch daneben. Noch einmal die Vorarbeit von Tönnies. Und der Abschluss, der Unglückliche von Alexander Bonchev. Wechsel dann bei Dortmund. Frank hinaus, für ihn kam Bodo Schmidt. Und der MSV. Auf Ferenc Schmidt. Und plötzlich die Chance für Patrick Nordhoff. Und wenn einer die Seuche hat, dann fehlt am Ende eine Pfostenbreite, womöglich sogar am Klassenerhalt. Zorc für die Borussia. Paulsen, der immer wieder ruschierte, von links und von rechts kam und plötzlich die Chance für Michael Rummenigge. Und dann noch einmal im Nachsetzen Knut Reinhardt. Ja, den Ball haben viele schon drin gesehen. Von Michael Rummenigge. Da klärte der Posten. Der Trainer geht in sich, sieht so ein deutscher Meister aus, schaut er so drein. Wir geben weiter nach Leverkusen und rufen Wilfried Luchtenberg. Zum herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart. Natürlich ist es bitter, wenn man so nah dran ist, um deutscher Meister zu werden. Letztendlich haben wir genauso viele Punkte und durch das Torverhältnis sind wir dann nur Zweiter geworden. Damit muss man leben. So eine Situation habe ich schon beim FC Bayern mitgemacht. Allerdings war ich da auf der glücklicheren Seite. Es tut mir nur leid für die ganze Region. Ich glaube, Borussia Dortmund hätte es mal wirklich verdient gehabt, deutscher Meister zu werden. Aber ich glaube, dass wir im nächsten Jahr eine gute Mannschaft haben und im nächsten Jahr oben mitspielen werden. Wir sind Vizemeister geworden. Mein Gott, das ist ein Riesenerfolg für uns. Es ist natürlich Pech, dass gerade Stuttgart Meister wird, nachdem wir da von Herrn Harder so derartig beschissen worden sind beim Spiel, beim alles entscheidenden Spiel. Dann wären wir mit Sicherheit Meister geworden, wenn er das Tor von mir anerkannt hätte. Aber so greift man nächstes Jahr gerade. Ja, das ist, glaube ich, zu wenig, wenn man sagt, es ist überaus bitter. Es ist schon fast tragisch. Wenn man 80 Minuten oder 85 Minuten deutscher Meister ist und ich glaube, wir haben das Spiel auch beherrscht und dann hört man das Ergebnis und wird kurz vor Schluss abgefangen, dann ist es sehr, sehr bitter.